Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem neuen Let's Play Hunter gegen Kron. Wir spielen heute Village mit der Erweiterung Village Inn. Ja, hier Village, Grundspiel und Village Inn, aber tatsächlich ohne Village Port. Ja, warum das? Weil es sich hier um ein ganz besonderes Let's Play handelt. Es ist nämlich eines der Wunsch Let's Plays aus unserer Kampagne bei der Spieleschmiede. Es wird ja Zeit, die Wünsche umzusetzen. Das ist einer der Wünsche. Und es wurde einfach explizit gewünscht. Village mit Village Inn ist eins seiner Lieblingsspiele oder sein Lieblingsspiel von demjenigen, der das gewünscht hat. Und dann werden wir diesen Wunsch natürlich auch so befolgen und haben den Hafen einfach mal weggelassen. Ja, Und lieber los Hunter. geht's. Lasst uns auf ein fröhliches Sterben. Die Dorfchronik, sage ich schon, Die die Dorfchronik ist Dorfchronik noch mit unserem total Ruhm leer. befüllen. Ja, also natürlich bedingt jetzt die Erweiterung Village Inn, dass hier das alles ausgelagert wird, weil auf dem Spielplan, wo es davor war, Ah hat man ja. quasi auf dem Friedhof hat man eine Brauerei errichtet. Ja. Und ja, wo hier früher die Dorfchronik war, da ist jetzt das Gasthaus. Und auch da können wir jetzt Karriere machen, aber eins vorneweg, es gibt keine ruhmreichen Plätze für Säufer aus Ja, der die kommen alle Herberge, hier ins aus dem anonyme Inn. Die Grab. kommen dann ins anonyme Grab. Die sind übrigens hier auch schon besetzt. Wir spielen natürlich zu zweit, deswegen sind hier schon so viele Leute. Wir Aber wollten jetzt nicht eine zweite neutrale Farbe nehmen, das hätte dann irgendwie nicht so hübsch ausgesehen. Deswegen blockiert der etwas kräftigere Herr hier einfach drei Krämer. Genau. Ja, hier auf dem Plan ist zwar schon eine Menge los, aber noch nicht genug. Wir müssen natürlich noch hier diese Einflusssteinchen drauflegen. Und es gibt natürlich jetzt auch mit Village in neue, ja, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, Rundenvorbereitungskarten, wie auch immer. Passend zu unserer Spielerzahl natürlich. Und ja, weil es jetzt einfach eine neue Ware gibt. Und halt hier unten Ja. an der Herberge halt ein neues Aktionsfeld. Das heißt, ich mache hinein Also vier so rosane, vier fünf rosane, braune, fünf braune. fünf grüne, vier orangene und natürlich alle Peststeine. Fünf grüne, vier orangene Genau. und alle Peststeine. Ja, und dann kannst du hier mal selber sehen, wie das hier aufgebaut werden soll. Ja. Ich fange einfach mal unten bei dir an. Fangen wir mal mit da zwei Steinchen hin. Na hier, Familiengründung. Rathaus. Da kommen auch drei hin. Drei. Oh. Hier zwei. Hier einer. Man kann nur einmal zum Markt gehen, natürlich, ist klar. Können ja alle Dann noch mitmachen. drei Rathaus. Und sechs Stück nach da unten. Drei, vier, fünf, sechs. Ui. Oh, drei Peststeine. Gut, ich bin Startspieler, hier zu erkennen. Und ich muss mir jetzt gleich mal Gedanken machen, was ich Puh. mache. Ja. Vier Leute in der ersten Generation stehen auf dem Hof bereit und können nun, ja, sie hungern nach Abenteuer und die möchten was erleben, die möchten ausgebildet werden. Ja. Ich probiere es gleich mal aus, weil mich interessiert. Ich habe auch noch nie mit Inn gespielt. Ich werde jetzt gleich einen meiner Söhne zum Brauereimeister ausbilden. Das heißt, ich nehme jetzt hier einen Stein. Nimm den da, ne? Und sag mal hier, du darfst gleich mal Braumeister werden. Und jetzt bilde ich ihn auch sofort aus, ne? Ja, genau, der ist halt hier, genau, der ist jetzt hier, zahlt sich erstmal drei Zeit dafür, dass der Herr halt, ja, gutes Bier zu Eins, brauen, zwei, ja, da drei. muss man schon viele Geheimnisse verraten. Und jetzt gibst du nochmal drei Zeit aus und ziehst dafür aber direkt zwei Bier. Und wenn du Eins, zwei, zukünftig drei. Bier herstellst, sparst du halt natürlich diese drei Zeit der Ausbildung, aber die drei Solange er Zeit, noch lebt. solange er noch lebt, dann kriegst du zwei Also der hat schon leckere. ziemlich viel. Ja, das sind natürlich auch neue Plättchen, ne? Gibt's schon. So, jetzt habe ich schon drei Bier. Man startet auch mit einem Bier. Ja, ich werde auch mal einen meiner Herren nehmen und setze den hier ein. Ich Bilde glaube, den ihn musst du dann mal aus, hier bilde ihn hinstellen, ne? aus zum, ja, halt hier, Ja, zum Tierhalter, ja. Tierhalter. Eins, zwei, Tierzüchter. drei Tierzüchter, drei Zeit auch für die Ausbildung und eins, zwei, drei Zeit, um hier ein Produkt herzustellen und nehme ein Pferd.
Ah, du machst gleich schon mal hier. Ist wahrscheinlich clever. Aber das, ich finde, das halbe Leben ist schon vorbei, gefühlt. Und gerade mal ein Pferd hergestellt. Ja, also ich werde erstmal hier mir einen neuen Mann holen. Braun. Dann, ja, der kleinste Generation, das ist natürlich die nächste, die zweite Generation. Der kommt einfach jetzt schon gleich hier hin. Der kommt einfach auf den Hof. Das werde ich auch mal machen, bevor da nichts mehr ist. Entschuldigung, ich habe hier gar keins weggenommen. Ja, ja, muss auch rein. Kein Fehler. Und bekomme natürlich auch einen Zweier. Doch, ich werde auch noch einen ausbilden. Und ich gehe auch hier hin. Ja, es geht, oder? Ja. Und dann bilde ich auch nochmal aus. 1, 2, 3. Oh, und jetzt stirbt schon einer. Nee, erst wenn's rüberwandert. Ja, aber ich muss ja nochmal hier. Oh, ja, klar, dann hast du 3 Zeit. 1, 2, 3. Dann stirbt einer vom Hof. Wie du magst. Und der hier geht hier rein. Ne? Also hat sich immerhin in der Dorfkrone nicht verewigt, auch wenn er eigentlich nichts geleistet hat. Also ich habe nicht viel von ihm gehört. Ich weiß nicht, was der ist. Also ein bisschen eine makabre Note hat ja in Village generell, nicht in Village. Mit diesen Gräbern und diesen anonymen Gräbern und. Naja, gut, aber ist eine interessante Mechanik auf jeden Fall. So, aber trotzdem kriege ich ja was. Ich kriege nämlich einen Ochsen. Ich weiß nicht, was du gegen Ochsen hast. Ich finde Ochsen gut. Ja, Ochsen sind super. Aber das hast du natürlich. Hast du da das weggenommen? Das ist eigentlich, wenn einem die Männchen ausgehen. Tja. Alle totgewirtschaftet. Alle totgewirtschaftet. Ich glaube, ich werde einfach mal Karriere in der Kirche machen. Aha. Ja, und bezahle das jetzt aber natürlich mit einem braunen Steinchen und nicht mit 3 kleinen, weil mir das langsam echt ein bisschen zu. Zu zeitintensiv, die ganze Sache. Ich wäre von der zweiten Generation. Das darfst du mir doch aussuchen, sobald ich immer. Ja, ich mach das auch. Was? Ich mach das. Ich nehme aber den den Orangenen. Und werf auch einen rein hier. Von der ersten Generation, ne? Wie du magst. Ja, sonst der stirbt ja sonst. Achso, warte mal, wenn ich den zweiten nehme, kann der noch sterben. Das ist nicht schlecht, weil sonst wird der von denen einer gleich wieder um die Ecke. Vielleicht von denen einer rein. Das ist auch der Reihe. So. Und bezahl damit Braun, ne? Und du bist gut dran. Komm, was soll's. Ich mach das, ich nehme einen Peststein. Zahle 2 Zeit für den Peststein und kaufe mir einen Flug für meine 2 Steinchen. Ja, hier ist es. Weil das zufällig passt. Ich das natürlich. So, jetzt habe ich ein Pferd mit Flug. Jetzt muss niemand mehr hungern bei mir zu Hause. Das ist gut. Das ist sehr gut. Außerordentlich gut gemacht. Ja, ich wollte das natürlich auch machen. Ich dachte mir auch. Du darfst gerne. Wenn ich jetzt schon ernte, jetzt habe ich schon teuer mit Zeit erkauft meinen schönen Ochsen. Ja, jetzt will ich natürlich auch einen Flug haben und ich habe natürlich extra auch, ich mache das jetzt auch. Ich nehme auch den Peststein, wahrscheinlich ist das total dämlich. Und der kommt. Achso, den kann man wahrscheinlich, mit dem kann man ja nichts machen. Kostet auch 2 Zeit. Und ich kriege dafür aber auch einen Flug. Ja. Das ist auch richtig korrekt. Das ist richtig. Ja, dann wirst du natürlich noch eine bessere Ernte einfahren als ich, aber ich gehe jetzt trotzdem mal ernten und habe einen Bauern auf dem Hof, einen Pferd und einen Pflug und es sind 3 Weizensäcke, 5 kann man lagern, habe noch keine. Ja, ich nehme jetzt erstmal hier den hier, ich gehe jetzt erstmal ins Wirtshaus. Ja, so. Dann stellst du einen ein, Säufer, der kostet 1 Zeit, ist ja noch recht günstig zu saufen. Den muss ich, ja, es ist günstig, ja. Eine Zeit und dann muss ich noch eine Zeit bezahlen. Ja, ist noch eine Zeit. Jetzt tust du einen von denen weg, weil du den nicht magst. Unter den Stapel. Ich glaube, den Grafen. Also um es kurz zu erklären, hier beim Marktschreier, da könnte man dann alle Kunden bedienen, auch die in der Warteschlange stehen. Einmal natürlich. Man sieht auch immer an der Kerze, ob es jemand ist, den man quasi im Spiel benutzt oder ob es welche sind, die am Ende Punkte geben, wenn die Kerze abgebrannt ist. Der Maler, der gibt halt mehr Punkte in der Chronik. Oder jetzt schon. Beim Graf müsste man halt so weit reisen. Weiß nicht, ich brauche so viele Planwagen, ich glaube, das mache ich nicht. Ich schmeiß mal den Grafen weg.
du jetzt einfach nach unten. Das Kräuter-Vibe. Das Kräuter-Vibe. Oh, ich glaube, da kriegt man... Ah nee, du musst, glaube ich, für 2 Siegpunkte kannst du deinen... Du kriegst sofort 2 Ruhmespunkte auf der Ruhmesleiste. Ah, okay. Auf denen wir noch gar keine Männchen eingesetzt haben. Außerdem darfst du sofort den Marker auf deiner Lebenszeitleiste auf das Feld links neben der Brücke vorsetzen oder auf das Feld rechts neben der Brücke zurücksetzen. Also hast du tatsächlich also Einfluss auf den Tod. Entweder kann ich mich schnell... beschwören oder den Tod aufhalten mit dem Kräuterwein. Und was wir natürlich vergessen haben ist, wir setzen natürlich noch einen Punkt hier mal. Ich glaube, das mache ich. Kräuterwein hört sich witzig an. Ja, das heißt, ich bezahle ein Bier oder muss ich das erst bezahlen? Du musst gleich die Kosten von der bezahlen. Kostet ein Bier? Ich habe ja 3 Bier. Ich bin ja dabei. Dann kriegst du sofort 2 Ruhmespunkte. Sehr gut. Und ich werde die Zeit zurückdrehen, weil ich habe auch keinen Mann mehr. Benutzt du quasi gleich. Mhm. Dann, also ich drehe sie um oder was macht man da mit Leuten, die man benutzt hat? Ja. Wird sie aus dem Spiel entfernt. Ja klar, da hast du Punkte direkt gekriegt, hast Kräuterwein benutzt, ist raus. Sehr gut. Jetzt bist du auch ins Wirtshaus gegangen. Jetzt mache ich aber auch was, weil das ist, glaube ich, für mich ganz gut. Ah, was Neues ist ja nachgekommen. Gutsverwalter. Das ist am Ende vom Spiel kannst du dann auch so Waren in Siegpunkte umtauschen, okay. Teuflisch. Na gut, dann werde ich einen Markt ausrufen. Was? Mhm. In der Hoffnung, dass du noch nicht gut drauf vorbereitet, aber du hast ja natürlich gleich sogar auch was. Aber ne? Ich werde auf jeden Fall mal den Markt ausrufen. Und dann kann ich den nämlich wenigstens umsonst nehmen. Muss natürlich keine Zeitung, kein grünes Ding bezahlen. Mhm. Und den kann ich auch bedienen, weil der möchte 2 Getreidesäcke und ein Pferd. Mhm. Hat genug gearbeitet und dafür kriege ich 6 Ruhmespunkte. Mhm. Du kannst jetzt auch einen Kunden bedienen, musst halt nur grünen Einflussmarker und eine Zeit bezahlen. Das könnte ich machen, aber ich habe jetzt noch mit meinem Schwimmen noch halt gar nicht geerntet. Ja, eben. Ja. Gut, gell? Mhm. Nee, das mache ich nicht. Machst du nicht? Ja, damit ist der Markt halt im Prinzip schon wieder beendet. Genau. Ja, das ist natürlich teuflisch. Naja. Gut, aber ich werde einfach jetzt dann ernten. Mhm. Das ist natürlich jetzt schon hätte vorher machen sollen. Ich kriege dafür 4, weil ich eben einen Ochsen und einen Wagen habe. Ja, weiß. Hier, so. Okay, du bist dran. Ich mach trotzdem. Nimm den Peststein, zahl 2 Zeit für den Peststein, benutze meinen hier ausgebildeten Herrn. Mhm. Den ich ja nur in Anführungsstrichen 3 Zeit bezahlen muss, um den Ochsen herzustellen. Hey, aber jetzt ist aber einer gestorben, oder nicht? Ja, jetzt ist einer gestorben. Ich führe erst meinen Zug zu Ende aus. Genau. Mhm. Und dann stirbt halt auch bei mir, stirbt auch erstmal so ein Bauer. Oder? Mhm. Ja. Okay. Das ist. Ich trauere ein bisschen, aber. Aha. Okay. So viele Peststeine irgendwie. Viele Peststeine, ja, stimmt. Na, ich nehme einfach nochmal einen Mann. Hm. Schwarzer Stein. Pest. Pest kann auch Gutes bringen, in dem Fall ein Kind, Nachwuchs. Mhm. Neue Hoffnung machst du in der Familie bald. Ich werde in die Kirche gehen. Und da jetzt gibt den Bauern noch gleich wieder ab und lass nochmal einen jungen Mann hier rein. Diesmal ein Einzler. Der. Ja, hat halt dem Familienmitglied nachgeeifert, der da schon. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach rosa, ohne da jemand rein. Ich habe keinen Planwagen. Mhm. Ich nehme einfach nur rosa. Aber ich nehme dich die Aktion. Du führst die Aktion nicht aus, ist ja erlaubt. Mhm. Kannst du den Einflussstein nehmen, die Aktion nicht machen. Mhm. Das hat 3, kannst du im Brunnen. Das geht natürlich auch nur so lange, wie theoretisch noch ein Feld verfügbar wäre. Ja. Also nicht, wenn der letzte Stein genommen wurde, kannst du nicht sagen, jetzt will ich noch zum Boden. Ja, jetzt nehme ich, will ich ernten. Mhm. Jetzt habe ich einen Ochse und noch einen auf dem Hof und einen Pflug. Und damit kriege ich 4 und 4 passen gerade noch in mein Getreidehaus. Sehr gut geplant. Tja. Ich habe wieder was zu essen. Könnte ich. Ein harter Winter, Hunter. Jetzt könntest du nur saufen gehen. Saufen. Jetzt
könnte ich saufen gehen. Das, was auch nicht schlecht wäre. Saufen ist nicht schlecht. Ah, nee, ich könnte mir einfach noch mehr Bier besorgen. Ja, kannst du dir noch mehr Bier besorgen. Aber du hast doch noch Bier. Ja, das Gute an Bier ist, es kostet nicht so viel Zeit. Und 7 Bier sind auch ein Schnitzel. Ja. Ja. Und ich habe halt wieder Platz. Also ich werde jetzt mir nochmal... Eine Familie von Zampern. Ja, ich mache das tatsächlich. Also ich werde jetzt hier 3 abgeben. Um den Brunnen zu aktivieren. Um den Brunnen zu aktivieren und ich gehe quasi, ich lasse hier meinen Bierbrauer nochmal Bier brauen und gebe einfach 3. Ah, gar nicht mit Zeit. Ja klar, ich habe doch auch geerntet. Ne? Dann kriegst du dafür wieder 2 Bier. 2 Bier. Hopfen und Malz, Gott sei Dank. Gott der Hals, würde ich sagen. Bier ist halt auch reich. Da schuftet man sich halb tot für einen Esel. Das Bier kriegst du hinterher geworfen. 2 Fässer zum Preis von 1. Ich gehe natürlich ins Rathaus. Okay. Und kann jetzt das mit 2 Grünen bezahlen und einer Zeit. Mhm. 2 Grünen gebe ich ab, eine Zeit und setze dann diesen jungen Mann hier ein und kann dann natürlich gleich die, das Privileg nutzen unter der aktuellen Stufe. Und damit bin ich jetzt halt Startspieler. Ja, bravo. Na, ich mache es einfach so, ich nehme jetzt mal diesen. Und mach nichts. Ne? Ich habe keinen Plan, Mann. Ich nehme mal den. Lass nochmal 2 zeigen. Jetzt muss ich den Teststein nehmen. Ja, ja, ich mache das. Also ich nehme den. Und kostet 2 Zeit. Und dann setze ich ihn halt ein. Auch hier. Kostet 2. Das Privileg ist natürlich schon genutzt. Ja. Und nochmal eine Zeit. Mhm. Dank meiner Kräuterhexe lebe ich noch. Ja, das ist echt gut. Ich bin auch schon wieder an den Tode geweiht. Okay. Ja, das war die erste Runde. Wir haben bisher 2 Tote zu beklagen. Es waren Bauern von unserem eigenen Hof. Ja. Ja. Jetzt tun wir quasi einfach, es sind jetzt noch ein paar im Säckchen. Die bleiben aber einfach drin. Ja. Ah ne, ja, jetzt machen wir natürlich, erstmal machen wir die Messe. Erst die Messe, ja? Erst wird die Messe. Und zuerst wird natürlich jeder gefragt, beim Startspieler angefangen, du bist ja noch Startspieler, ob du eine Münze bezahlen möchtest, um gezielt deinen Herrn herauszuholen. Eine Münze hätte ich immer. Ja, mach ich. Ich will meinen, ich möchte, dass er was Anständiges wird. Ja, aber ich werde das auch machen. Ich werde auch meine Münze bezahlen und natürlich auch den. Und dann kommt er gleich mit mir hin, ja. Und gleich hier drauf. Und jetzt ziehe ich aber noch 4. Mhm. Willst du das machen? Damit es nicht heißt, weil für mich ist ja noch einer drin. Ja. Ausgezeichnet. Na gut, die schwarze kann man auch wieder rein. Ausgezeichnet. Okay, das heißt, die kommt auch hier hin. So. Und damit habe ich natürlich die Mehrheit in der Kirche. Das ist natürlich sehr schön. Man kriegt 2 Ruhmespunkte. Ich kann mit mehreren Leuten, also ich werde quasi mit dem 3 Getreide bezahlen und dann nochmal 1 Getreide. 4 Getreide. Okay, ich gehe einfach nur mit einem. Bezahle 1 Getreide. Das war die Messe. Jetzt kommt die neue Runde. Das heißt, ich mache wieder 4 pinke hier rein. Ich mache wieder 5 braune da rein. 4 orange und 5 grüne. 3, 4, 5. Und natürlich wieder alle Peststeine da. Ne? Du bist jetzt Startspieler. Ich bin jetzt Startspieler. Das habe ich mir verdient, auch mein Amt, mein so viel für diesen Ort getan. Ich fange wieder unten an. Ja. Jetzt die Familie. Kann er einfach nur 2-mal saufen gehen? Reicht dir das noch nicht? Hä? Ja, Sufkabel. So viel Bier, das muss ich ja auch irgendwie versaufen. Jetzt mache ich den 2er grün. Jetzt hier. Und jetzt mache ich die Kirche. Ui. Und jetzt mache ich die Handwerker. 3, 4, 5, 6. Okay. Ja, ich muss auf jeden Fall mal Nachwuchs holen. Ja, ich mache das auch. Ich nehme braun. Mit meinem 2er. Dein letzter aus der 2. Generation. Ja. Ich werde, bevor du das machen kannst, auch gleich nochmal Nachwuchs holen. Und mir auch meinen letzten aus der 2. Generation anstellen. Ja, das ist aber okay. Ja, ich habe trotzdem Angst, dass du es machst. Na gut, dann werde ich jetzt einfach nochmal ernten. 4 kriege ich. Wenn ich nochmal meinen Ochsen habe und meinen 4 Weizen.
Hier, ach. Zum Beispiel Weizen. Alles ja, klar, ich habe geerntet, klar, du kommst. Du hast geerntet. Das habe ich natürlich auch. Dann gehe ich auch mal schnell ernten und habe ja auch immer noch Ochs, Esel, Ochs und Pflug und einen Mitarbeiter auf dem Hof. Das heißt, es sind vier, ich bin wieder voll. Einen hatte ich noch, vier kriege ich, bin wieder bei fünf. Man will so viel machen, man hat so wenig Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich werde jetzt... Das ist halt schön thematisch mit der Zeit, finde ich. Ich finde, das ist halt das Schöne an dem Mechanismus. Es fühlt sich irgendwie... Ja. Das stimmt, das stimmt. Mehrere Generationen Dorfleben im Mittelalter. So, ich nehme jetzt mit dem hier... werde ich mir jetzt hier ein... werde ich mir hier, ohne Mann, einen Planwagen holen. Hier mit den... Gib die ab. Holen wir mal so einen Planwagen. Holen wir den grünen hier. Und bilde einen Herrn hier als Schriftgelehrten aus. Schaff mal zwei Zeit. Und nochmal zwei Zeit. Der Junge soll was anstimmen. Damit habe ich leider schlechte Nachrichten, weil es stirbt jemand bei mir. Aber ich habe eine Schriftrolle hergestellt. Ja? Okay, und wo, wer stirbt? Tja, wer stirbt? Ein Einser. Also entweder der im Rathaus oder einer von deinen Kirchenleuten. Oder der, dieser Ochsenschubser. Der im Rathaus. Das ist ein tragischer Unfall. Das war aber eigentlich noch gar nicht so alt. Weil hier ist nur ein Platz, habe ich mir überlegt. Sichere ich mir mal den einen. Ja, das hat nicht schlecht. Und jetzt aber kommt das Privileg, kommt übrigens. Entschuldigung, klar, das Privileg ist natürlich wieder verfügbar, aber du musst trotzdem die Aktion quasi ausführen, um eins der. Ja, ja, ja. Na gut, ich werde das hier machen. Und mit drei Dingern werde ich mir ein Pferd holen. Um ein bisschen flexibel zu sein. So. Ja, dann werde ich den Markttag wieder ausrufen. Okay. Muss ich zwei Zeit für den Teststein bezahlen. Ach so, jetzt habe ich keinen grünen Stein. Das hast du ja auch wieder clever gemacht. Den habe ich mir gerade noch besorgt, ja. Und jetzt werde ich, jetzt kann ich wieder einen umsonst nehmen. Ja. Also, was heißt umsonst nehmen? Ich muss natürlich ihn liefern und gebe wieder meinen gealterten Ochsen und meinen schon morschen Pflug ab. Und krieg dafür 5 Ruhmespunkte. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt wärst du dran und könntest auch einen. Aber ich habe keinen grünen Stein. Aber du hast keinen grünen Stein. Und jetzt bin ich dran, aber ich habe einen grünen Stein und kann ja quasi für eine Zeit und einen grünen Stein den da noch bedienen. Ich ein Getreide und meine fabrizierte Schriftrolle wieder ab. Hey. Dann krieg nochmal 3 Ruhmespunkte. Sieht nicht sehr ruhmreich aus, finde ich. Ja, aber dafür sind auch keine langfristigen Pläne. Ich habe es alles sehr kurzfristig gemacht. Na gut. Das heißt, wir füllen den Markt wieder auf. Ja. Hier ist eines der neuen Kundenblättchen, es gibt auch 4 neue Kundenblättchen mit dem hin, dass man natürlich auch mit dem Bier was machen kann. Hier ist übrigens jetzt auch einer mit Bier angekommen. Ja. Tja, trotzdem ist jetzt guter Rat teuer. Ach so. Ja, ich nehme jetzt den da. Und mache nochmal 4 Getreide. Hilft nochmal quasi. Ah, jetzt kaputt. Okay. Dann gehe ich auch nochmal in die Handwerkerei, hole mir wieder einen grünen und werde diesmal wieder ein Pferd herstellen. Für 3 Zeit. Ich verbrauche jetzt Zeit ohne Ende, das ist glaube ich auch nicht gut. Ich mache mich immer ein bisschen nervös, so viel Zeit zu verbrauchen. Also, ich nehme jetzt hier den grünen, bevor du mit dem wieder wegschnappst. Jetzt werde ich nochmal hier gucken. Also den möchte ich nicht haben. Jetzt kann ich mir wieder so einen Biertypen hier aussuchen. Den möchte ich nicht haben. Den machst du jetzt gleich mal weg. Da kommt von Vorschein der Bürgermeister höchstpersönlich. Da würde ich auch gerne mal einen heben gehen. Und je mehr grüne Einflussmarke du da am Ende übrig hast, desto mehr Siegpunkte gibt es. Bis zu 6 Punkte. Oh, wenn du aber mehr als 3 Grüne übrig hast, kriegst du 0. Das bedeutet das. Also das Beste ist, du hast 3.
Auf gar keinen Fall 4. Mhm. Das heißt, da musst du auch aufpassen. Nee, ich werde jetzt hier mit 2 Bier, ja, werde ich mir den Maler machen, der quasi mir dann mehr Punkte gibt. Der verändert im Prinzip dein Punktesystem für die Chronikwertung. Und da haben wir jetzt den Medikus, der da zum Vorschein gekommen ist. Ein Ruhmespunkt für jede deiner lebenden Figuren, also alle, die noch auf dem Hofplan, im schwarzen Beutel oder auf dem Spielplan am Ende stehen. Okay, nicht auf dem Gräber. Ja. Tja, okay. Gut. Okay, ich hatte doch ein Konzept. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich muss das jetzt. Ja, ich nehme nochmal den Handwerksberuf und ich werde nochmal einen ausbilden. Mhm. Meinen letzten Herrn vom Hof als Wagenmacher. Kostet 2 für die Ausbildung und 2 für den Wagen, womit schon wieder jemand stirbt. Ich werde den in die Kirche nehmen. Okay. Hm, ja, ich nehme den da hier. Aber ich habe keine 2 grünen Steine und keinen Dings, deshalb setze ich nicht ein. Aber das da kann ich trotzdem machen, nehmen jetzt, oder? Ja, das kannst du trotzdem. Und das kostet aber trotzdem eine Zeit, oder? Nee, das ist einfach, weil ich da stehe. Weil ich da stehe, naja. Okay. Das heißt, du bist gar nicht vorgerückt. Nee. Also ich hab mir gar keinen Planwagen genommen, übrigens, als ich das reingebaut habe. Ja. Ich werde für 3 den Brunnen ausführen und ich muss mir jetzt hier nochmal Nachwuchs holen. Ja. Mhm. Ja, stimmt, das geht ja auch. Hätte ich sonst nicht. Ja. Du hast auch 3 viele. Ja. Ja, das geht ja auch. Noch mehr Einfluss mag er als ich. Ich verhext echt, ich sterbe wie die Fliegen. Ja. Aber sie haben auch einige sind schon zu Ruhm gekommen. Ja, ja, ja. Ja. Das nicht. Naja, ich nehme einfach den da. Ja, das bin ich natürlich befürchtet. Den schmeiße ich da rein. Ich musste es probieren. Und kostet es einen braunen oder 3 Zeit? Braun. Okay. Na, ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall mal reisen gehen. Mhm. Ja? Ja. Und dann muss ich natürlich einen hier einsetzen. Und jetzt reise ich mit dem aber auch gleich los. 2 braune. Mhm. 2 Zeit und 1 Wagen gebe ich ab, ja. Reiße hier hoch und krieg halt 3 Ruhmespunkte. Ja. Ja. Ja, ich mache einfach auch diese Sonderaktion hier, gebe die 3 ab und hole mir auch nochmal einen Nachwuchs. Ein 3er jetzt auch aus der 3. Generation. Ja. Okay. Jo, du bist dran? Ich nehme den und mach nicht. Oh, okay. Das hätte ich auch noch machen können. Ich nehme den und bezahle mit Zeit. 1, 2, 3. Ja. Ist da ein ausgebildet, genau. Ochs oder Pferd? Ochs oder Pferd nehme ich nochmal. Nehme ich nochmal ein Pferd. Pferd, hier kommt's. Und dann muss ich ja jetzt nochmal 2 Zeit wegen dem Peststein. Zack, zack, zack. Stirbt schon wieder jemand. Stirbt einer. Du hast noch einen 1er Sufkopf hier und einen. Du hast noch 3 1er. Ja, Handwerker ist noch keiner gestorben. Und Handwerker kommt da rein. Ist alleine. Jo. Ich mach das nochmal. Was? Nochmal. Wieder Brunnen und holen wir nochmal Nachwuchs. Na, ich werde jetzt nochmal saufen gehen. Hab nichts anderes erwartet. Das kann ich am besten. 2 und es kostet nochmal 1. Was ist so 2? Ja, für den Peststein. Ach so, schön, klar. Und seitdem traue ich nicht hier am Ende, wie viele da noch leben. Die sterben doch. Also tun wir mal den weg. Den willst du nicht, den Medikus. Und da ist gekommen der Müller. Da kannst du am Ende Getreide. Nee. Nee, man kriegt. Kann man dann vielleicht kannst, wenn du die Mühle nutzt als Aktion, kannst du gegen Abgabe von 2 Zeit und 2 Getreide. Säcken einmalig 5 Münzen erhalten, statt den 2, die du hier kriegst. Also verbessert einfach deine Mühle im Moment. Der Müller. Ja. Ja, ja. Der Marktschrei kann einmalig halt alle bedienen. Ich nehme den Müller. Den Müller für 1 Bier. Ich habe da nämlich auch noch ein Bier übrig. Du hast die Nonne. Achso, das ist dann wieder, da musst du braune übrig haben. Na gut, okay. Gut, das war's. Ja, dann nehme ich den hier.
Zwei Zeitfresser, ja, bevor ich nichts damit mache, werde ich jetzt, weil ich weiß echt nicht, ob das sinnvoll ist, den Herrn ja auch nochmal in die Kirche schicken. Aber bevor ich diesen Peststein nehme und gar nichts mache, weiß ja, nicht. Das ist komisch, ne? Ja, teuflisch, da muss man einfach noch besser vorbereitet sein auf diese. Ja, ich nehme den. Zwei. Schmeiß den rein. Gibst du einen braunen Einflussstein ab oder hast du mit. Ja. Bisschen Zeit bezahlen. Ich hab zwar einen braun, aber ich glaube, ich will auch nicht, dass du die ganzen Gräber belegst. Wir haben beide kein Geld, sehe ich das richtig. Ja, also, wenn hier. Oh, da ist noch einer. Entschuldigung. Du bist drin. Ich, dann nehme ich natürlich noch zwei Zeit, muss ich für den Peststein bezahlen. Aber ich habe leider keinen im Rathaus, habe auch keinen mehr auf dem Hof, ja. Hätte auch keinen Papyrus, nichts Grünes, nichts, gar nichts, was man da braucht. Ja. Jetzt ist aber die Runde zu Ende und wir kommen zur Messe, haben beide kein Geld, das heißt die Frage, ob wir auserwählt werden. Drei? Oh Gott. Ja, zwei meiner Leute. Das ist voll. Und zwei. Nein. Okay. Ja, die kommen hier hin und jetzt kann jeder natürlich wieder aufsteigen. Und das zählt nur am Ende vom Spiel, oder was? Oder wenn sie sterben? Das Aufsteigen. Das ja, wenn sie sterben, ist nicht gut. Das heißt, die sollten da stehen bleiben. Also ich werde jetzt zum Beispiel vier Getreide mal bezahlen. Mhm. Dann steige ich mal mit dem aufs letzte Feld. Mhm. Und hoffe, ich weiß, das ist eine junge Generation, aber ich versuche den jetzt natürlich irgendwie bis zum Ende am Leben zu lassen. Das heißt, dass irgendwie die anderen zuerst sterben. Ja. Ja, das ist vielleicht auch nicht der Beste. Ich könnte jetzt den Dreier hochvoten. Auf jeden Fall kriege ich aber jetzt, weil ich Mehrheit habe, ne? Oder? Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Die Mehrheit muss ja noch. Ja, die Mehrheit kriegst du auf jeden Fall zwei Ruhmespunkte. Genau. Klar. Ja, nee, ich werde jetzt einfach mal den Dreier hier hoch. Eins, drei. Ja, das ist auch viel besser, einen Dreier da hochzuschicken als einen Zweier. Den Zweier werde ich auch nochmal hochschicken. Kostet nochmal zwei. Da habe ich mein ganzes Getreide habe ich der Kirche gespendet. So, okay. Ja, das war's. Du bist Startspieler. Du hast dir das Privileg beim Rathaus gesichert. Und bereite die nächste Runde vor. Ja, mein Plan geht natürlich überhaupt nicht auf. Das war idiotisch, denn wir in der Kirche Karriere machen zu lassen. Packt es gar nicht. Hier, Kirche und Handwerker. Da reicht 5, einer kommt noch. Zack. Ja, und du bist Schachspieler. Ja, also diesmal mache ich das hier, damit du mir da nicht mehr reinfuscht. Oh. Jetzt kann ich was bedienen. Du kannst ja eh nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich habe leider hier, keinen. Das kommt dann einfach weg, ne? Der könnte bei dir auch hinlegen. Und wie viele Punkte sind das? Hier 6 Punkte. Mein Flug muss ich dafür natürlich leider 6 abgeben. 6 Punkte. Und dann will ich noch einen bedienen. Ich habe nämlich einen grünen. Und ein Zeit, was du sagen. Ja. Und ein Zeit habe ich auch noch, bevor jemand stirbt. Dann bediene ich noch den hier. Oh. Nochmal 6 Punkte. Ein Zeit. Planwagen und. Aber mehr kannst du nicht bedienen, oder? Ja, nee, mehr kann ich nicht. Ich habe keine grünen Steine. Habe ich ein bisschen aufgeholt. Allerdings. Gefällt mir gar nicht. Das sah eigentlich ganz angenehm aus. Nee. Ich brauche Nachwuchs. Ich krieg schon eine Vierer. Vierte Generation ist angebrochen. Aber das ist teuflisch. Okay, ich nehme diesen Zweier den hier, und werde mit zwei Dingern mir hier noch einen Flug holen. Ich nehme den hier und werde mir einen Planwagen herstellen mit zwei Zeit. Mit meinem ausgebildeten Herrn. Ja, ich werde noch einmal schön ackern gehen. Hab Pflug und Pferd, krieg dafür 3. So, keine 4 mehr, aber immerhin 3.
Ich nehme nochmal einen Handwerkerstein und werde mit dem altersschwachen Mann, der mit seinen 95 Jahren immer noch einen, was kann er herstellen? Oh, ich konnte es gar nicht machen. Ich habe gar keinen Typen hier. Oh, die Hand, ja? Dann muss ich, warte mal, dann muss ich es kurz anders machen. Ich stelle nochmal zurück. Nö, das ist kein Problem, dann muss ich nur noch einen Typen holen. Dein letzter Dreier. Okay, ich mache, wie gesagt, hier die Handwerker und tue mit dem nochmal ein allerletztes Mal, vermutlich, ein Pferd herstellen. Das kostet nicht 3 Zeit, Entschuldigung. Mhm. 1 zu viel. Und damit ist auch automatisch er der stirbt. Ja, aber das habe ich, glaube ich, voll verpeilt. Das muss man nämlich aufpassen, dass die möglichst schnell sterben. Vielleicht hätte er sich weiterhext, ist auch stark, wahrscheinlich dann vorzeitigen Tod im richtigen Moment. Na egal, ich werde einfach mir jetzt hier noch einmal. Soll ich mir auch noch mal Bier holen? Doch, ich hole mir jetzt noch einmal Bier mit Zeit von dem hier. Den braun. Kostet mich noch 3 Zeit. Ups. 1, 2, 3. Dann stirbt er auch, aber jetzt ist er kein Platz mehr. Kommt er hier hin, kriegt nochmal 2 Bier. Ich gehe mal hier auf Reisen. Jetzt sage ich 2 Orangen und einen Pinken und 2 Zeit und einen Planwagen. Ich kann schon teuer das Reisen. So. Und den Planwagen, wie gesagt, und reise dann, was habe ich, 2 Orangen. Hier hoch, dann kriege ich immerhin, eine Münze. Da. Ich glaube, wir werden mal saufen gehen. Hier. Und es kostet mich eine Zeit. Und ich will nicht den da hier, den Bürgermeister. Der Pater, der ist, glaube ich, wenn man da aus dem Sack zieht, dann kannst du mal kurz lesen, was der Pater macht. Also, der Pater. Der Pater. Da kannst du wahrscheinlich, wenn du hier aus dem Sack ziehst, irgendwas. Am Anfang von der Messe, da darf kein Spieler Figuren kaufen aus dem Beutel und du bestimmst, welche vier aus dem Beutel gezogen werden. Wahrscheinlich spannend, du willst noch ein bisschen mehr halten. Ich nehme mal die Nonne. Ich zahle ein Bier. Ich nehme die Nonne. Und wen haben wir da jetzt? Den Ratsherren. Und der nochmal. Ja, du kannst einfach einmal doppelt die Belohnung kriegen im Rathaus, glaube ich. Oder zweimal. Genau, 2 Privilegien, die ihrer Stufe entsprechen. Ich werde nochmal Handwerker gehen und mit dem hier mit 2 Zeit nochmal einen Planwagen. Wenn die sich so gut verkaufen, beziehungsweise beim Reißen immer kaputt gehen, dann mache ich halt nochmal einen. Ja, da der bald sterben muss, werde ich jetzt hier nochmal saufen gehen. Und, kostet nochmal eine Zeit und jetzt für den Ratsherrn. Ja, nochmal, jetzt war ich noch gar nicht in der Kneipe, das bist du ganz alleine. Ratsherrn mache ich nicht. Alleine trinken macht doch gar keinen Spaß. Was ist hier? Ach, dann kriegt man noch mehr Punkte, wenn man viel gereist hat, was ich ja überhaupt nicht gemacht habe. Dann nehme ich den Marktschreier. Keine Ahnung, ob er mir was bringt für einen. Den Marktschreier, Mann, hast du viele Leute. Wenn man so viel Zeug, dann hat man viele Freunde. Ich nehme den doch, den Reisenden. Ich nehme den Reisenden. Für da 2 Bier. Boote aufgetaucht. Ja, jetzt habe ich auch mein ganzes Bier verbraucht. Boote. Und ich werde auch nicht normal in die Kneipe gehen. Ich glaube, weiß nicht, ob das so ist. Oder darf man einfach einen Marker auf einen Reißer auflegen. Und ich kriege die Belohnung dieses Ortes. Das lege ich nur, wenn ich dann. Okay, das ist auch stark. Na gut. Ich hole einfach 2 Getreide mit meinem Mann auf dem Hof und habe zwar ein Pferd, aber der Pflug ist kaputt. Aha. Ja, der Pflugmacher ist verstorben. Der Pflugmacher ist verstorben. Jetzt kann ich wenigstens wieder ernten. Okay. Und werde jetzt mit Zeit den Herrn hineinwerfen. 1, 2, 3, Zeit.
irgendwann da rein. Vierte Generation tritt ihre Karriere der Kirche an. Ja, ich nehme den da. Und ich werfe aber niemanden dran. Ich mache die Aktion nicht. Bin ich mir nicht sicher, ob das gut ist, aber ich will jetzt nicht den letzten vom Hof hier weg. Na gut, dann werde ich den Petstein hier holen. 1, 2 Zeichen zahlen und mein letztes Männchen auf dem Hof holen. Es stirbt aber auch wieder jemand. Und es muss wohl ein Zweier sein. Das ist natürlich brutal. Stimmt, ja. Ist aber keins mehr frei. Muss in ein anonymes Grab. Hm. Oh Gott. Ich kann gar nicht mehr mit Zeit beziehen. Noch ein anonymes Grab, dann ist auch zu Ende, ja. Na, ich nehme jetzt erstmal den da. Zwei Zeit. Und nehme mir für, kauf mir auch einen Planwagen für mit Dingern. Okay. Nehm das. Braune. Bezahl nochmal 3 Zeit. Und werf nochmal einen Mann in die Kirche. Naja, ich werde jetzt mal reisen gehen. Auch 2 Zeit. Schick den 3 dahin. Der läuft hier rüber. Planwagen und. Ah, nein, halt! Warum habe ich denn jetzt keinen 2? Ach so, den habe ich für den Planwagen ausgegeben. Ah! Zurück. Warte mal, aber ich kann doch auch tauschen, oder nicht? Dein Geld. Ach so, ja, nee, dann kann ich es nicht machen. Oh. Okay. War noch bei dir auf dem Hof, oder? Naja. Ach, verdammt, ich habe keinen. Du hast keinen. Ach, du hast das. Ach, ich bin ja für den Planwagen benutzt. Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Na gut, egal. Und hier fehlt mir auch das. Das passt alles nicht zusammen bei mir. Also gut. Dann nehme ich wenigstens den braunen. Dann kannst du trotzdem dir das halt noch sichern, dann kann ich es nicht machen. Ja. Ja. 2 Grüne hast du nicht. Ja, ich muss das jetzt natürlich machen. War auch scharf drauf. 2 Zeit für den Peststein und kann hier nochmal reißen. Oh, aber ich habe 2 Zeiten mit ihm. 2 Pinke, ein brauner, 2 Zeit für die Reise und wieder einen Planwagen. Und damit bin ich automatisch hier runtergereist. Und ich krieg 2 beliebige Waren. Naja, ich kann 2 nochmal ernten. 2 Zeit. Ich ernte schon mal während du. 2 beliebige Waren. Ja, ich nehme einen. Oh, eine Katastrophe. So. Na egal, hab ich gemacht. Du musst das noch nehmen, richtig? Ja. Dann mach 2 besser. Okay, ja, dann ist gut, fertig. Dann auf in die Messe, hast du Geld? Nee. Ich könnte eigentlich sagen, ich bezahle mal mein Geld. Und such mir einen raus. Und nehme jetzt halt natürlich hier einen von den 4ern. Und jetzt ziehe ich die 4. Das wäre gar nicht nötig gewesen. Ja. Hast du auch noch welche drin? Ich glaube nicht. Ich bezahle nur ein Getreide. Jetzt einen als Woche. Ja, das war's. Ja, gut, aber du musst hier mehr halten. Was ist mit mehr halten? Da kriegst du noch 6 vollkommen richtig. Ich, weil ich vorne stehe, oder wie? Wenn du weiter. Ah ne, jetzt habe ich ja 4 Leute, Entschuldigung. Ja. Ja, ich bin ja hier ganz vorne. Dann kriege ich 2 Siegpunkte. Ja, aber ich werde wenigstens 4 abgeben, um einen hier, den Dreier hier vorzumachen. Welcher will ich? Orange. Okay. Ich fange wieder unten an. Was sind wir noch? 2 ins Rathaus. 3 hierhin. 2 zum Reichen. Einer zum Handeln. So. 3 in die Kirche. Und 6 zu den Handwerkern, wo inzwischen keiner mehr arbeitet. War das zu viel? Ne, das waren genau 6. Okay, ich komm dran, ne? Ja. Also gut, dann nehme ich jetzt den da, den wieder zurückzunehmen, nur damit er nicht das Spielende einleitet. Dann hätte ich den überhaupt nicht gebraucht. So, ich nehme mal das hier und stelle schnell mit Zeit. Oh. 1, 2 Zeit. Einen letzten Flug her. Und dann wird dieser Herr hier. Oh, das ist auch das Spiel zu Ende. Ja, ne, ich muss das jetzt. Das hat auch nicht so viel vor, aber ich muss das jetzt natürlich irgendwie machen. Du darfst auf jeden Fall nochmal was machen. Ja, gut, dann nehme ich jetzt das hier, damit ich wenigstens die Punkte kriege. Machst du ja zum Brunnen sozusagen.
setze ihn hier ein und baue hier mit Münze Zeit. Ist auch ein Ruhmespunkt, doch. Ja? 1, 2, 3. Trotzdem noch so ein Planwagen. Ich weiß nicht, ob das noch ausreicht, aber obwohl, das ist auch egal, ne? Ich könnte lieber... Ich müsste ja auch noch mal reisen. Das mit dem Planwagen bringt mir gar nichts. Ja, das haben wir, das ist auch fatal, dass in der Kirche, dass wir die Gräber jetzt nicht richtig füllen konnten. Ich mache nicht das, sondern ich mache halt mit meinem, das ist ja nur meine letzte Aktion. Ich habe dann. Boah, ich hätte auch was anderes machen sollen. Ne? Na gut, also ich werde jetzt einfach, ich habe jetzt die drei abgegeben, ich werde jetzt einfach in den Markt gehen. Es ist ein bisschen schwierig damit zu entscheiden. Damit den Markt auslösen. Ja, ist ein bisschen schwierig zu entscheiden, aber es ist wahrscheinlich einfach das Beste. Ich nehme dann einfach den da. Umsonst? Ja, gib ich dir ein Pferd ab. Mein Pferd dann ab. Dann werde ich natürlich den hier mit meinem letzten Krieg Getreide. Krieg nochmal 4, 1, 2, 3, 4. Ein Getreide, ein Bier, ein grüner Stein und eine Zeit. Und ich kann auch nochmal. Und damit kriege ich 30 Punkte. Auch nochmal hier einen nehmen. Ah, nee, kann ich nicht. Doch, kann ich noch, klar. Doch, alles gut. Flug, Getreide. Passt. Grüner Stein und eine Zeit. Auch nochmal 3. 1, 2, 3. Ja, mit der Zeit ist. Ist egal. Okay, aber dann ist das Spiel vorbei. Dann kommt natürlich noch eine letzte Messe. Hat jemand Geld? Nee. Nee. Da werde ich auch. Ich habe meinen schönen Müller überhaupt nicht eingesetzt. Ich war viel zu oft saufen. Ja. Und ich habe teilweise so, den gar nicht mehr benutzt. Also, kommen natürlich nur die vier Tests. Ich glaube, dass da, man darf halt das mit dem mit der, ja, mit der, ja, mit der Gastro bis aufsteigen, lustig. Aufsteigen. Man darf nur nicht zu viel trinken. Ja, du kannst es dann gar nicht mehr nutzen. Dieses, also eine Karte ist cool und die kannst du dann noch extra machen. Aber ich hätte auch, ich habe noch einiges vor. Ja, ich hätte, guck mal, ich hatte eine Karte, wo ich. Ich habe zwei Karten, die ich überhaupt nicht benutzt habe und die dritte auch nicht so richtig. Also es war einfach. Also guck mal, ich glaube, ich hätte es nicht beenden dürfen. Ich hätte vorher nochmal. Ich hätte den Markt ausrufen und müssen. Hier viel mehr. Ich hätte den Markt und hier viel mehr. Müssen. Du hast einfach mal. Also wir machen einfach mal. Ich habe generell nach durch Reise. Ich habe drei Orte bereist, leider nur sind 6 Siegpunkte. Ich habe gar keine, sind 0. Du hast keine Orte bereist. Ratsstube. Auf der ersten Stufe gibt es keine Punkte. Ja. Dann machen wir die Kirche. Da kriege ich 6, 9, 11, 13. Oh, und ich habe nochmal 2 gerade für die Mehrheit gekriegt. Für die 10, 12, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Und ich kriege 3. Ich habe jetzt 2 für die Mehrheit und kriege, wie ich sage, 13. Ja, 1, 2, 3. Das ist einfach, weil du hier viel mehr hast. Ja. Und jetzt gibt es aber für Dorfchronik natürlich 4 Figuren für 7 Punkte. Ja, ich habe 2, immerhin habe ich meinen Maler, da kriege ich immerhin 3 Punkte. 3. Dann kriege ich nochmal 6 Punkte für meine 3 Nonnensteine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist nicht so groß, wie du gedacht hast. Münzen? Haben wir keine. Ja, aber es war trotzdem, ich hätte viel früher die Leute sterben lassen sollen. Achso, und wir haben uns, korrekt ist, glaube ich, dass man sich diese Kundenplättchen auch am Ende gibt. Aber das hätte jetzt auch nicht geändert. Das ist egal. Ja. Wir hätten jetzt unsere Kundenplättchen quasi verteilt. Ja, der Abstand ist nicht so groß, aber trotzdem. Und, also ich meine, ich habe von meinen 4 tollen Karten, habe ich nur 2 benutzt. Ja, ich wollte ja eigentlich, also ich hätte es auch noch, die Runde hätte ich noch gerne voll nutzen müssen. Guck mal, den ich hätte hier auch voll die Punkte kriegen können. Ich habe meine Planwagen überhaupt nicht benutzt. Ich hätte mir den Boten kaufen müssen, dann natürlich dann nochmal reisen, mit dem Boten ja noch einen Ort besetzen, dann hätte ich nämlich 5 Orte gehabt. Ja. Das hätte ich schon, also ich habe viel zu viel Bier gebraut, weil das Ding ist einfach, 2 Karten ist echt das Maximum. Mehr Karten bringen dir einfach nichts. Weil du hast zu viel gesoffen in der Kneipe, Hunter. Das ist zwar lustig, aber du hast einfach nicht die Zeit, um das alles noch zu machen. Und deswegen habe ich verloren. Trotz allem. Ja, Suffkorb Hunter hat den Kürzeren gezogen. Gegen Kron, der tatsächlich, also ich muss sagen, so hier kirchlich aktiv war ich aber auch selten. Ja, aber das ist auch hart. Ich meine, da hast du hier einen stehen. Und der ist dann einfach, trotzdem, das Aussehen, das war ein fataler Fehler. Wieder. Ich glaube. Ich mag das, man macht halt, ich finde, es ist eins von den Spielen, ist auch wieder so, jetzt war es eine Weile her, dass ich es wirklich gespielt habe, aber es geht mir immer wieder so, dass du halt so viel merkst, was du noch optimieren und verbessern kannst, was du eigentlich so, du hast es dann fast ganz gut gemacht. Man will es eigentlich. Also ich glaube auch, ein Fehler war auch hier so früh reinzugehen, da, weil wenn du da einen Einser drin hast, der ist dann nur im anonymen Grab, da blockierst du dich total. Mhm. Den jüngsten Sohn gleich irgendwie. Dass man erstmal hier sich und dann später. Irgendwann später so, gehst du noch einmal in die Kneipe und holst dir noch so einen Bonus. Das ist auch thematisch korrekt, wenn es keine Ruhm und Ehre mehr gibt. Ja,
dann offiziell Ämtern, dann geht man sich halt dann gehst du nicht mehr trinken. Naja, gut. Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns natürlich über Kommentare und jeden Like hier auf unserem Video. Ja, und dann sagen wir gute Nacht und sehen uns spätestens beim nächsten Let's Play. Tschüss.